Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von ARK Survival Evolved. Wir haben jetzt gerade eben in der kurzen Zeit zwischen der letzten Folge und dieser, haben wir uns gerade mal eben schnell einen Flugsaurier angepinnt, weil der hat nämlich eine extrem coole Farbe, wie ihr seht. Der ist komplett rot-grün, hat Stufe 20 und ist weiblich. Dann haben wir endlich mal wieder einen weiblichen Flugsaurier hier in der Hut. Und ich bin immer noch nicht mit dem Vieh hier unten angekommen, deswegen müssen wir mal ganz kurz eben das Vieh hier parken. Und ich hoffe, wir haben noch genügend Fleisch unten im Vorrat. Hallo Kiss, was liest du denn da so rum? Wir haben noch genug Fleisch unten in dem Box-Ding da. Oder ist das jetzt alles draußen? Das ist alles draußen wahrscheinlich fürs Zähmen. Das macht gar nichts. Dann gehen wir gleich, wenn es hell wird, gehen wir mal ein bisschen wieder auf Bronti-Jagd. Macht ja nichts. Die mögen das ja, wenn sie gejagt und getötet werden. Das ist total normal. Die fühlen sich schon schlecht, wenn man es nicht mit denen macht. Also wenn man die kaputt haut. Jetzt stelle ich mir gerade tatsächlich mal die Frage, wie macht so ein Brontosaurier eigentlich Liebe? Jetzt mal ernst, ohne Scheiß. Wie geht das? Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ich glaube, das sind Dinge, die muss man auch nicht unbedingt wissen. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier einmal hau? Kriegt der Kiss dann einen mit? Das lasse ich lieber. Wenn er stirbt, dann wird ihm das nachher angezeigt, wenn er sich wieder einloggt, wer das war. Und das wäre vielleicht nicht so gut. Da, 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 da. Und bups. Oh. Entschuldigen Sie, Eda, ich habe einen großen Baum gefällt. Das war keine Absicht. Ich hatte nur ein bisschen mit dem Schwanz hinten gewedelt. Freut sich, dich zu sehen. Klatsch, klatsch, klatsch. Lalala, lalala. Also es gibt echt Spannenderes, als hier drauf zu sitzen. Ich glaube, ich sterbe mal ab. Vielleicht geht es ein bisschen schneller. Komm mit hier, Digga. Komm. Es kommt jetzt gerade irgendwie gar nicht, das Vieh. Ah doch, jetzt kommt's. Da sind mal viele Supply Drops gerade. Schön wäre, wenn wir hier auf der Insel mal wieder einen hätten. Vorzugsweise einen pinken. Und ich weiß gar nicht, ob es noch einen höheren gibt. Also wahrscheinlich gibt es auch noch höhere als pinke. Wahrscheinlich rot oder so. Na komm. Komm, Pupsel. Ja, also Sie interessieren sich also auch genau wie ich für Bücher? Mhm. Na komm. Kommst du her oder bleibst du da? Boah, guck mal, hört aus Wort. Jo, dann machen wir ganz kurz eben Stop Follow. Bleibt er jetzt da? So, jetzt bleibt es auf jeden Fall da. Wir müssen uns irgendwo... Und reiten wir halt mal ganz kurz eben hier auf die Plattform. Dinosaurier und Metallplattform. Irgendwie ein Gegensatz, der sich irgendwie beißt. So, dann parken wir das Vieh hier mal direkt vor den Schränken, damit wir direkt ausladen können hier. Schwupp. Und danke, Fackel, dass du kaputt gehst. Freue ich mir. Inventar, was brauchen wir für Fackel? Wir brauchen eine Flint, eine Stone, eine Wood und dann... Anke, du machst sehr merkwürdige Geräusche, wenn ich das mal sagen darf. Jo, Anke, was hast du denn so in der Tasche? 93 Metall nur. Das ist aber eine schlappe Ausbeute, das kannst du aber besser, das weiß ich. Können wir uns so hinstellen, dass wir gleichzeitig an Anke und an den Herd rankommen? Ja, kommen wir. Das ist sehr schön. Tatsächlich sind wir noch gar nicht überladen von dem Metall. Das ist natürlich noch viel schöner. Guck mal an die Funzel. Ach, was das schön brennen tut. Hör mal. 12 Leder können wir hier noch reinpacken. Da ist aber nur Platz für 5 gerade mal. Dann machen wir das mal so. Metall-Tetch können wir auch reinpacken. Sehr gut. Hunger haben wir. Zip. Mal eben schnell weggeknespert. Und die Mayo-Berries, die essen wir gleich auch einfach. Einfach, weil wir es können oder weil wir Lust dazu haben. In das Dingen hier zum Anrühren fehlen uns gerade tatsächlich viele, viele Steine. Die sollten wir aber hier bei der Anke drin haben. Danke. Zeig mal deine Taschen. 81 Steine. 81 Steine nur? Das aber wenig. Anke, hast du die gegessen? Schämt sich wahrscheinlich gerade ein bisschen. Ich sehe das doch genau, du kaust doch noch. So, dann haben wir hier ein paar Steinchen. Da können wir uns nämlich hier ein bisschen Cementing Paste machen. Davon brauchen wir nämlich ganz viele. Für Dinge. Also für die Metallsachen brauchen wir die.
Da kommen wir ohne nicht besonders weit. Und ich weiß, ich habe noch sehr viele Engram Points zu vergeben. Die spare ich mir aber im Moment auf, weil ich noch nicht ganz genau weiß, wofür ich die ausgeben möchte. Oder vielleicht, ich kann ja gerade mal gucken, vielleicht fällt mir hier ja was ein, was ich damit machen könnte. Den Kambodem ist gesagt, wir könnten den ganzen Sattel mal lernen. Smoke Grenade wäre vielleicht auch mal was Witziges. Water Jar. Safely carries a lot of water, but is also a bit heavy. Okay. Simple Pistol brauchen wir nicht wirklich. Metal Sickle brauchen wir auch nicht. Stego-Sattel wäre eventuell was. Dodekurus-Sattel, weiß ich nicht mal, was das sein soll. Chitin Boots, Chitin Gauntlets, das könnten wir vielleicht nochmal lernen. Das habe ich nämlich noch ja nicht. Oder eine Schrotflinte. Eine Schrotflinte wäre auch mal eine schöne Sache. Da brauchen wir auch nur eine Flare Gun für und für die Munition brauchen wir bestimmt auch jede Menge Zeug, was sowieso nicht. Ein Sarko-Sattel wäre was. Ein Sarko könnten wir uns auch mal zähmen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Das könnte man machen. Metal Roof und Metal Door. Da brauchen wir das Stone Roof für. Warum haben wir denn das Stone Roof noch nicht gelernt? Weil wir gerade nicht wissen, wo das Stone Roof ist wahrscheinlich. Wo ist es denn? Das Stone Roof. Da brauchen wir das Wooden Roof für, was wir natürlich auch noch nicht gelernt haben. Natürlich. Entweder bin ich jetzt ein bisschen blöd oder ich sehe es einfach nicht. Wooden Hedge Frame sehe ich, aber ich sehe keinen Wooden Roof. Ah, da. Dafür brauche ich einen Hedge Roof. Ach komm, Kinders. Wisst ihr, was das jetzt kostet? Hedge Roof, learn. So. Wooden Roof, learn. Dann Stone Roof. Wo war's? Ich hab's doch irgendwo gehabt. Da ist es. Stone Roof, learn. Und jetzt können wir ja nicht das Metal Roof bauen. Super. Manchmal ist es doch ein bisschen doof. Metal Roof 10. Reinforced Wooden Door und Metal Door Frame brauchen wir dafür. Ich will die eigentlich gar nicht machen, weil... ich habe das, glaube ich, als Dingens. Reinforced Door war das, glaube ich. Stone Door Frame. Ich muss das alles vorher gelernt haben. Wie mistig ist denn das, bitteschön? Na gut, dann kann ich es wenigstens alles mal. Ja gut. Frisst halt jetzt natürlich extrem viel. Metal Door Frame fehlt mir auch noch. Heieieiei. Dann fehlt mir die Metal Wall. Lernen, lernen. Und guck mal, jetzt haben wir gar nicht mehr genug, um die Metal Door zu lernen. Alle Punkte sind weg. So, hervorragend. Dafür können wir alles bauen, ob wir wollen oder nicht. Spark Powder craften. Dann haben wir jetzt hier einmal 11 Cementing Paste. Uns fehlt jetzt echt tatsächlich Steine en masse, ne? Kurzer Infocheck. Wie sieht's da unten bei dem Saurier aus? Alles tut die oder braucht der was zu fressen? Also sieht so aus, als könnte man da gleich mal ganz kurz eben schon mal ein bisschen was zu essen organisieren. Ich möchte gerne hier runterspringen. Ich weiß allerdings nicht, wie viel Schaden es macht. Deswegen gehe ich mal dahin, wo es nicht ganz so hoch ist und probiere es mal aus. Und ich verspreche, dass ich nicht auf irgendjemanden parken werde. Warte mal, ich habe da jetzt hier Scheiße gebaut. Das Vieh ist so eine Rappel voll mit allem möglichen Zeug. Was haben wir denn hier noch? Berries bis zum geht nicht mehr. Die müssen wir unten alle reinpacken. Die ganzen Seeds, die nehme ich immer raus. Es wäre schön, wenn man das mal irgendwie so einstellen könnte, dass man die Seeds nicht... oder keine Seeds mehr erntet, irgendwie so automatisch. Also, die gar nicht haben will. Ich könnte die natürlich auch direkt wegschmeißen. So viele brauchen wir eh nie, oder? Man hat ja alles. Man ist ja reich. Das wollte ich natürlich... Boah, ich hasse das mit dem E und F und ich komme immer durcheinander. Ich bin halt ein dummer Mensch. Ich weiß es doch selber. Es tut mir auch leid. Eigentlich nicht, aber gut. Da hatten wir jetzt noch was drin. Da hatten wir das drin und das und das. Und da... Warte mal, haben wir da jetzt auch das reingetan? Das haben wir noch. Wo haben wir das denn? Was auch immer das ist. Ich habe ja keine Ahnung. Da, die Sauropod-Vertebra. Müsste ich mal nachschauen, wofür das da ist. Oder ihr sagt mir einfach, wofür das da ist. Dafür seid ihr ja da. Um mir in meiner Dummheit zu helfen. So, die Seeds kommen wieder da drüben rein. Ja, das ist natürlich die Blueprint-Kiste. Da räume ich das natürlich gerade wieder genau in den richtigen Schrank rein. Sheet Dronal Sheet, Narcoberry, Azulberry, Tintoberry, Saffroot Seed, Marlberry Seeds. Und die Cementing Paste sollte ich eigentlich mal hier drüben reinschmeißen. Der Ofen ist wahrscheinlich gerade auch wieder fertig. Nö, der braucht noch ein bisschen. 11 Stück. Das reicht schon wieder ein bisschen.
So, dann setzen wir mal ganz kurz eben auf und hoffen wir mal, dass wir hier runter. Anke, hast du da schon wieder Häufchen gemacht? Hast du fein gemacht, hast du groß? So. Zweimal dumm. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir das überleben, wenn wir da runterspringen. Also die Viecher können ja normalerweise über so eine Kante rüberrennen, ohne wirklich gravierend Schaden zu kriegen. Oh, hier ist noch ein kleiner Vorsprung. Vielleicht ist das günstig. Ich bin mir halt unsicher. Nicht, dass wir jetzt hier irgendwie... So. Ich laufe doch mal eben schnell runter. So weit ist es ja nur auch nicht. Und außerdem können wir noch ein bisschen die Blümchen gucken. Oder die Blümchen weghauen. Irgendwann fällt er doch schon wieder. So, müssen wir mal ein bisschen auf Steinsuche gehen hier. Das war ein Baum, das war kein Stein. Ja, das Ding sammelt auf jeden Fall viel mehr Flints als Steine. Ist ein bisschen doof. Es sammelt auch mehr Tetch als Wood. Also dafür ist es halt nicht optimal. Für Stein, für Metall allerdings sehr effizient, wie man sieht. Und das Ding ist schon wieder halb überladen. Das heißt, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf Uwe-Yacht. Da unten hat es den wunderschönen Trike, den wir uns irgendwann nochmal zähmen wollen. Der mit der blauen Nase da. So, dann hauen wir mal das Vieh hier drüben an, in der Hoffnung, dass es wieder nicht irgendwo hinrennt, wo es nicht hinrennen soll. Wie es jetzt schon wieder tut. Die haben irgendwie so einen leichten... so leichte suizidale Anflüge immer. Oh, ich glaube, das Vieh ist hoch. Das hat ja nicht mal ein Kratzer. Warte mal, dann laufen wir mal. Komm mit, Anke. So, wo hängt die Sau denn jetzt? Die Sau ist gerade über den Berg geklettert. Naja, gut. Ach, dann nehmen wir... Parasaurus wäre eigentlich eine Option. Aber der Trike ist mir hier ein bisschen dicht dran. Gleich nicht mehr. Ich krieg dich, ich krieg dich. Bleibst du hier? Das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, dass der so weit weg ist. Anke, wieso schwimmst du da hin? Anke, komm aus dem Wasser raus. Anke, ich weiß, du bist ein guter Schwimmer, aber du musst da trotzdem nicht rein. Das Vieh ist halt echt schnell im Wasser. Komm raus da. So, hier drüben lag nämlich noch ein anderer. Oh, guck mal, hier ist noch ein Ankylo. Schöne Farbe hat der übrigens. Stufe 4. Female. Tja, tut mir jetzt leid für dich. Du musst gleich leider auch ein bisschen den Rücken massiert bekommen, mal eben. Weil mit dem können wir halt leider nichts anfangen. Und wir brauchen halt gerade mal ein bisschen Fleisch für unseren Zähmversuch da hinten. So, Anke, dann zeig ich mal, was du kannst. Knüppel der Alten hier drüben mal einen drüber. Ach, das war's schon wieder. Na, hervorragend. Wir wollen jetzt auf Fleisch gehen. Ich nehme jetzt trotzdem mal ganz kurz eben hier die Axt. In der Hoffnung, etwas mehr von dem Keratin zu kriegen, was natürlich wieder nicht funktioniert hat. Wen wundert's? Und ich würde sagen, wir hauen uns noch mal ganz kurz eben hier so eine kleine Schneise hier durch die Steine.
Ich mag das irgendwie, wie das Ding zuhaut. Das ist toll. Und außerdem hat es gleich Level Up. Ist auch schön. So, dann sammle ich noch ein kleines bisschen Fleisch und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.